Einige Stunden später. Voltax hat Diamantis von seinen Erinnerungen kuriert, die er dann verdrängen konnte bzw. verarbeiten konnte, und ihr habt nach und nach die Handelsgüter gemeinsam mit Dorkstein gekauft und verladen. Zudem gab es noch einen Brief, einen Schriftverkehr mit dem Gouverneur, der weiteren Handelsverlauf mit Aranien sicherstellen soll. Was daraus wird, wird die Zukunft zeigen. Doch so könnt ihr aufbrechen. Gemeinsam mit der merkwürdigen Söldnerin vom Schwarzen Bund des Chors, die Diamantis wohl kennt, er wohl aber sie nicht, weil ein Gesicht wie das andere ist, könnt ihr euer Schiff in Segel stechen lassen und segelt an der Küste von Iltoken vorbei. So, nach grob einer Stunde der Suche, den Hinweisen von der Einbolzenschari, findet ihr auf einer kleinen, erhobenen Klippe eine Ruine. Das letzte Überbleibsel der vor 2 Jahren, ist es wohl her, der gesunkenen Golgari, dem Flaggschiff der Legende im Süden, die dort überwuchert, überwachsen, modrig auf den Klippen liegt. Ja, Diamantis, dann zeig doch mal auf was hier. Was sehen wir denn genau? Was ist denn noch da? Kaum wieder zu erkennen. Was, Rafim? Naja, jetzt sieht's. Es ist traurig. Ich will's nicht abstreiten, was noch davon über ist. Wenn man sie in ihrer Blüte kannte. Ja, vor 2 Jahren sah sie schon anders aus, das stimmt. Ja, der Dschungel hat sich den Humus schon so ziemlich einverleibt, oder? Ja. Nun, das wundert ja auch nicht. Wenn die Truhe tatsächlich noch an Bord sein sollte, dürfte sie relativ unversehrt sein. Nun hoffen wir mal, dass sie noch an Bord ist. Ja, Abenteuer und so weiter, aber da kommen wir nicht weiter ran. Wenn ihr da irgendwie hoch wollt, dann müsst ihr klettern. Was Wobei ist wohl wohl abgegangen? am besten so weit wie möglich ranfahren, dann müsst ihr über die wieder einzelnen Scharten klettern. Das wird potenziell tödlich, aber wenn ihr meint, Gibt es nicht eine Stelle, wo wir anlanden können mit unseren Beibooten? Und wie von dann. dieser Klippe aus nicht, nein. Nein, ich dachte nicht an dieser Klippe, sondern weiter segeln und gucken, ob wir irgendwo anlanden können. Ein Strand in der Nähe oder so etwas. Geht bestimmt, aber dann werdet ihr sicherlich noch einen halben Tag durch das Gemüse laufen. Das ist ja nicht so schlimm. Na gut. Nun, besser Besser als ein vor wie halber aus Tag nichts. als den Rest seines Lebens tot. Oder verstümmelt. Nun, den Rest seines Lebens kann man nicht tot sein. Das war der Witz hier bei Boltax. Hey, schaut, schaut da vorne. Man kann ihn tatsächlich noch sehen. Den was? Ja, da, die Galionsfigur, den Gekrönten. Raben? Ein Vogel oder was? Ihr müsst das Ding wirklich überall dran pinnen, oder? Unter dem einigen Lianen kann man sogar noch Gold schimmern sehen. Oder bilde ich mir das ein? Nein, tatsächlich. Wir müssen da hoch. Kommt, ich kletter sogar vor. Holt die Seile. Ja, also wenn ihr vorklettert, Rafim fängt an, seine Rüstung abzulegen, dann wollen wir doch hier wohl mal klettern. Wollt ihr wirklich diese steile Oh Klippe ja, klettern? Abelmir ist auch für die Idee sehr gut, Abelmir, sehr gut. Das Wortansässige, als der wortansässige Invalide lasse ich einfach mal machen, ja? Ihr euch schon wieder drücken? Ich bin dafür, dass wir uns eine bessere Stelle zum Anlanden suchen. Was heißt denn Ja, lass drücken, Diamantis Voltax? doch erstmal klettern. Vielleicht klettert er ja gut vor. Ich werde ihn einfach vorklettern lassen und wenn er uns ein Seil hinunterwirft, werde ich euch dann nachfolgen. Ja, seht ihr, Diamantis, wie viel Seil brauchen wir denn? Meint ihr? Wir werden wohl so, nehmt 30 Schritt mit. Ich werde ab und an die 10 Schritt ungefähr immer wieder verankern. Dann könnt ihr daran hochklettern. Irgendwo dann wünsche ich gut klettern. Ja, soll ich schon mal nach oben vorgehen? Wie das? Natürlich kannst du das. Wow. Wie willst du das anstellen? Willst du fliegen? Willst du durch die Erde gehen? Ja, natürlich, das ist eine Klippe.
Erdgeister werden mich schon hinauftransportieren. Nun, erst müsst ihr durch das Meer durch, oder wollt ihr am Grund des Meeres zaubern? Nein, nicht doch. Hältst du es für klug, das ohne Not zu tun, Voltax? Ja. Warum? Weil ich sonst vielleicht beim Klettern sterbe. Das ist ein guter Grund. Ich bin mir sehr sicher, wenn Diamante sein Seil oben anbringt, dann werden wir alle danach einfach nachklettern können. Aber Sumo möchte es. Nein, ja. Du möchtest es und versuchst deswegen Risiken auf dich zu laden, die wir nicht brauchen. Du erinnerst dich, was das letzte Mal daran passiert ist? Das letzte Mal habe ich den heiligen Kelch das nach Hilfe gebracht. Das vorletzte Mal. Ja, können wir jetzt erstmal Diamantes klettern lassen? Vielleicht fällt er schon zu seinem Tod und dann können wir uns die Diskussion sparen. Wir sind dann auch noch auf dem Schiff, richtig? Und wollen mit Beiboot dahin. Wenn Diamantes mich mit dem Beiboot an Felsen bringt, kann ich mir das Seil um den Körper schlagen und dann tragen mich die Geister hinauf und dann kann ich das Seil oben irgendwo festmachen und ihr könnt ganz entspannt hinaufklettern. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, Diamantes in irgendeine Bredouille zu bringen. Nun, wir könnten auch einfach anlegen und wie normale Leute von der anderen Seite hinaufgehen. Das ist keine Bredouille, Voltax. Diesen Weg nehme ich gerne auf mich. Gut. Hey, Tekala, komm mal vom Mast runter. Ja. Ja, es dauert nur wenige Augenblicke und an dem Mast entlang rutscht der kleine Tekala. Ja. Siehst du das da oben? Das Wrack? Das ist mein altes Schiff. Auf dem bin ich so lange gesegelt. Du wirst mich dort oben mit begleiten. Tekala kann das machen. Gut, du bist ein herausragender Kletterer. Du kannst an meiner Seite klettern. Tekala kann springen. Aber doch nicht so hoch. Er zuckt mit den Schultern. Nun, wenn du sagst, dass du das kannst, ja, dann zeig mal. Das glauben wir natürlich einfach so. Ja, nimm doch das Seil mit. Diamantes nimmt das Seil, wirft es sich über die Schulter, hat schon den Gurt, wo seine Balestrina dran gemacht ist, abgelegt und einfach an Bord liegen lassen. Und nimmt jetzt mit dem Seil über die Schulter, fängt an, ins Beiboot zu klettern. Jo, ja, ich kletter direkt mit. Ich würde auch noch meine Waffe auf den Rücken packen und ja. Gut. Na los, Diamantes. Ich steige auch rein. Ja, das Boot geht's natürlich. Könnt euch ohne weitere Probleme in das Beiboot setzen und dann die Strecke bis dorthin rudern, bis die Klippe dann über euch hervorragt. Andere Klippen, die dann unter euch nach vorne stechen, sodass man dann eben auf, ja, wenn man von dort oben runterfällt, ja, relativ einfach dann eben auch aufgespießt werden könnte. Sodass sie dann eben sehr bedrohlich nach oben ragen. Und über euch schimmert der letzte Rest des güldenen Raben. Ja, während ihr euch noch so ein bisschen akklimatisiert, wird Tekala direkt von dem Beiboot sich einmal abstoßen und auf einer der zackigen Rissen dann hinaufspringen, ungefähr 2 Meter nach oben von eurem Schiff, sodass es ein bisschen anfängt, ja, auf der Wasserfläche herumzutrudeln. Aber er betrachtet einmal kurz von dort aus die nächsten Rissen, Spalte und Zacken, wo er sich dann das nächste Mal hinkatapultiert und blickt dann erst einmal wieder zu euch. Schaut euch das einmal an. Boltax, sind das die magischen Fähigkeiten, die du bei ihm entdeckt hast? Ja. Ich gehe fest davon aus, dass es eine durch magische Manipulation verstärkte Fähigkeit seiner Sprungkraft ist. Sicher, dass der Junge nicht einfach nur sehr gut klettern kann? Ja. Also, er kann sehr gut klettern, keine Frage. Aber ich glaube, so ein Sprung aus dem Stand, da braucht es schon etwas, wie sagt ihr so schön, Sternenkraft. Na ja, gut. Kekewanak, Spinnenkult. Seil? Ja, warte. Ja, ich lege mir das Seil um die Schulter, habe nicht verstanden, dass er das von mir haben will und fange an, mit dem Seil hochzuklettern. Das hier sieht nach einer passierbaren Stelle aus. Die sollten wir gut hochkommen. Okay, freiklettern. Die Erschwernis an einer glatten, salzigen, rutschigen Klippe, Moos bewachsen, +15. Wir haben 7er Klettergeschirr.
Ja, aber es ist noch Freiklettern. Das ist nicht einge. Aber ja, okay, aber hat er gesagt, er würde alle 10 Meter ein Dings machen? Ja, genau. Deswegen, erst einmal ist es für Diamantis noch plus 15. Einer muss hier vorausklettern und das einhaken und das bin ich. Wie wäre es, wenn ich hier vorausklettere und für euch unsichere? Ich kann mich ohne Probleme dort hinaufbewegen. Ein Sicherungsseil, versteht ihr? Ja, das lasse ich dich sagen, aber ich kletter da trotzdem hoch. Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Da ist das Funkeln in den Augen, sein altes Schiff wiederzusehen. Und er versucht es aus eigener Kraft dort hochzukommen. Es soll sein Verdienst sein. Und deswegen nutze ich auch meinen Vorteil Meisterhandwerk, Klettern. Ich würde sagen, ich habe schon Leute an dümmeren Idiot-Aktionen verloren, aber sehr gelogen. Und setze 8 ASP rein, um meinen Wert um 14 zu boosten. 8 sind 16. Ja, aber ich habe nur einen Talentwert von 7. Also ich kann maximal zusätzliche 14 machen. Kannst du nicht dann maximal zusätzliche 7 haben? Denn du darfst maximal deinen THW verdoppeln. Ich habe einen THW von 14. Hast du nicht gerade gesagt von 7? Habe ich 7 gesagt? Ja, ich meinte die Hälfte davon sind 14. Okay. So, die Hälfte davon sind 7. Ich kann rechnen, glaubt mir. So. Eingetragen. 20. Aber die Erscheinung ist nicht eingetragen. Aber mit der plus 15 wäre das dann noch geschafft. Und so klettert Diamantes Abhang für Abhang, so alle 10 Schritt stoßt sich da an der Klippe an, wenn es ein bisschen zu steil wird. Und springt auch relativ hoch. Zwar nicht die 2 Schritt, wie Tekala es macht, aber 1,5 Schritt schafft er schon mit einem Sprung, auch relativ grazil. Und fängt dann alle 10 Meter an mit einen Hammer und einem Stahlbolzen da die Seile zu verankern. Ja, du siehst dann irgendwie, wie neben dir dann Tekala auftaucht. Er hängt allerdings so ein bisschen über Kopf, beziehungsweise an so einer, ja, über Kopf an so einer Wand. Du weißt nicht ganz sicher, wie er sich da eingehakt hat. Also mit den Händen vielleicht noch möglich, mit den Beinen viel weniger. Plötzlich sind aber auch irgendwie, also mit der einen Hand kann er auch noch greifen, ohne sich da festzuhalten, und hilft dir dann noch mit dem Seil, damit dir da irgendwie ein bisschen Gewicht abgenommen wird, während du dann diesen Haken in die Wand treibst. Und die anderen vom Beiboot aus können erkennen, es sieht spinnenhaft aus, wie Tekala dort in der Wand hängt. Ja, das ist eine sehr gute Investition, würde ich sagen. Schau dir mal an, wie der Junge da klettert. Das kann ich auch. Ich würde mal meine ganzen Sachen an meinem Körper befestigen und meinen Stab und mein Arschloch. Ich lege meine Hand auf den Stein. Wir sehen uns oben. Dann zwinkere ich den anderen zu und mache eine Reise durch das Erdreich. Du kannst. Achso, auf den Stein, ja. Genau. Der neben dir aufragt. Gut, ich hatte eben überlegt, welcher Stein. Nee, dann passt das. Deshalb habe ich mich ja durch das Boot bis dahin bringen lassen. Mhm. Gut, Abelmir, was machst du? Ich wirke einen Zauber, lass mir mal Zeit. Mishkara etovash vinituta otsudameta. Und wirke einen Spinnenlauf, lass mir mal Zeit. Ich möchte an dieser Stelle, dass alle sich darüber im Klaren sind, er hatte die Möglichkeit, bei diesem Zauber nicht Mishkara anzurufen und hat es trotzdem getan. Beim Zayat braucht man... Ich möchte dies betont haben. Dann mach das. Es ist geglückt, wie auch immer. Und kletter halt geschwind, wie als wenn ich an diesem Stein kleben würde. Wie als wenn ich auf allen Vieren die Wand hochlaufen würde. Ja, es sieht genauso elegant aus wie bei Tekala. Auch wenn du etwas älter wirkst und dicker. Hey. Ungefähr 10 Minuten später sind die Seile gesichert und Diamantis gibt von oben das Zeichen, dass ihr nachkommen könnt. Über das Klettergeschirr gesichert könntet ihr nachklettern. Plus 15 jetzt mit der Spezialisierung Seil und eine minus 7 durch das Klettergeschirr. Ich will nicht. Du aber musst ich auch muss. Nicht. Nein, du musst auch nicht. Ich weiß, ich muss nicht, aber ich muss. Denn die anderen werden mir es sonst immer vorhalten. Zählst du da als einhändig oder? Ich zähle als einhändig natürlich. Das ist der Moment, wo du Mirakels, das mache ich nämlich gleich auch. Ich fahre erstmal zu Lamin. Zu Lamin, möchtest du nach oben? Zu Lamin schaut die beiden Herren an.
Fühle nur ich mich gerade sehr unzulänglich. Es hat mit unzulänglich nichts zu tun. Sich mit solch unnatürlichen Fähigkeiten nach oben zu boxieren, hat nichts mit Können zu tun. Und ganz weit oben winkt euch Boltax ganz klein zu. Er spuckt den Göttern ins Gesicht und den Fähigkeiten, die sie ihm gegeben haben. Vergesst nicht, sie haben die Magie auf ihrer Seite, aber wir sind die Boten der Götter. Und dann würde ich ein Mirakel wirken. Na dann, Ratsch, hilf, ich werde Selbiges tun. Wir haben keine Wahl. Ich bitte still, Hexfex, um Hilfe. Es geht um die Ehre. Ich bitte einfach still, Hexfex, um Hilfe und schlucke einmal hart. Ja, fragt sich nur, ob Praios antwortet. Wir wollten Palygan mitnehmen, wie kommt die da hoch? Achso, die levitiert. Die verwandelt sich. Ja, nee, die wird sich verwandeln, finde ich gut. Ziegen, und zwar in einen großen Raben. Das heißt, sie ist gar nicht auf eurem Boot, sondern nachdem sie dann, nachdem du das Zeichen gegeben hast, kannst du sehen, wie sie nackt dort an Bord steht und sich in einen schwarzen Raben verwandelt. Ist das nicht Ketzerei? Nö. Nur so ein bisschen. Nur wenn sie versucht, damit den Flug der Zehn zu überleben, ne? Okay, also, warte kurz. Nenn mir sonst ein anderes schattenhaftes Flugtier. Elster? Fledermaus? Das ist aber weiß. Fledermaus wäre auch okay, aber es ist. Rabe ist einfach elegant, weißt du? Bedenkt, dass sie den Adlerschwinger dann zweimal haben muss, weil ja, ein Tier hat sie ja den viermal. Okay. Ja, der Adlerschwinger folgt den Hexologie-Regeln. Wenn du den einmal über 10 oder so hast, dann ballerst du dir danach einfach raus. Aber siehst du nach nackt, ist richtig, oder? Sie ist nackt, ja. Du kannst deinen Stuff nicht mitnehmen. Das ist ja völlig egal, sie ist eine Palygan. Okay, also, die Hälfte von 12 ist 6, plus 5 sind was, 11? So, ja. Zulamin 17, davon, weiß ich nicht, die Hälfte plus 5, oder was ist das? Ja, Hälfte plus 5. Ja. Zulamin ist, warte, Mirakel minus richtig, Zulamin ist Klettern für dich ein Mirakel plus Talent? Nein. Dann hast du noch eine 7 Erschwernis, also die Hälfte von 10 sind 5, plus 5 sind 10 Punkte. Eine 6 Erschwernis tatsächlich. Eine 6 Erschwernis? Wer hat sich das ausgedacht? Okay. So, um 6 erschwert okay, dann, bei den Eigenschaften, denen die Gottheit neutral gegenübersteht. Ich meine, ist halt Bullshit, weil alles andere 7, dann hast du 6, egal. Dann hat 11. Also ich bin oben, Boys. Mein Gott hat das geschafft. Deine Körperkraft, meinst du? Ja. Komm. Ich würfel auch erstmal eine Kletternprobe. Das war jetzt einfach eine total unmodifizierte Kletternprobe, weil ich den Überblick verloren habe. Du kriegst dann einen 10er TRP mit drauf, da hast du 13 Punkte über, kriegst eine Erschwernis von 15, erleichtert um 7, hast du mit 2 Punkten geschafft. Ich habe es auch geschafft, aber warte, wie groß ist die Erschwernis ins einhändig sein? 5. 3? Also... Fürs Klettern eher 5, oder? Weil das schon sehr auf irgendwie Handstärke hängt. Ja, ich gebe dir. Okay, weil dann hab ich's. Warte kurz. Ich habe 7 über. Ich habe 7 plus 7 plus Hälfte von 6 plus 11 aus meinem Mirakel sind 25. Minus 15 habe ich. Okay, dann habe ich es überzeugt. Du schaffst es auf jeden Fall. Du kriegst 11 Punkte Erleichterung aus deiner. Ich habe es durchgerechnet. Ich habe am Ende 5 Punkte über. Genau. Ja, also, es ist nicht grazil, aber gemeinsam mit dem Seil von Diamantis kommt hier oben an. Und neben euch verwandelt sich die Palygan wieder zurück, zieht sich noch eine letzte Feder aus ihrem Arm. Und Diamantis ist höchstwahrscheinlich in der Golgari schon verschwunden. Oh, ihr Götter. Ja, ich warte wahrscheinlich nicht. Ja, also. ich bin dann mit Diamantis vorgegangen. Ich möchte ihn da nicht allein reingehen lassen. Wenn mich jemand wieder fragt, was ich für Praios tue, dann sagt dies. Ich möchte zufrieden meinen beiden geweihten Kollegen zunicken. Sehr gut. Wir haben nicht gekniffen. Ich reiche Jalan die Hand, um ihm hochzuhelfen. Danke auch. Nur wenige Schiffe Aventuriens sind so gefürchtet wie die Golgari, das Flaggschiff der Schwarzen Armada. Schon der Name der Galeere ist eine Legende und kann in Brabak oder Sylla sämtliche Besucher einer Taverne zum Schweigen bringen. Wer eine Begegnung mit diesem Schiff überstanden hat, ohne am Grund des Meeres oder in einem Sklavenmarkt zu enden, gilt als Held. In der Charybdis kursieren die wildesten Geschichten über die unglaublichen Manövrierfähigkeiten der Golgari, ihre gewaltige Feuerkraft und ihren Blutdurst der Söldner. So steht das ehemalige Flaggschiff der mächtigsten Seemacht des Südens vor euch, zerstört durch einen elementaren Meister. Denn es brauchte schon die Gewalt, vergleichbar mit dem des grauen Mannes vom Ochsenwasser, der hier gerufen worden ist, um diese Seeschlacht vor Porto
Störebrand zu, ja, zu ihren Gunsten zu entscheiden. Wer der eigentliche Gegner ist, hat Diamantis selbst so nie gesagt. Aber es müssen schon mächtige Magier gewesen sein, die ihn gerufen haben. Es knistert ein bisschen in der Luft. Die Fünkchen, die dieser Djinn, dieser Meister wohl immer noch hinterlassen hat, diese Magie ist wohl immer noch spürbar, sodass sich eure Haare etwas aufladen und euch ab und zu ein bisschen zu Berge stehen, vor allem bei Boltags Bart. Wenn die anderen an Bord kommen, könnt ihr sehen, wie die anderen auf dem Achterdeck stehen. Und ja, die Tür ist nicht richtig verschlossen, aber wohl verrostet und lässt sich nur erstmal mit roher Gewalt öffnen. Rafim, komm mal her. Hier müssen wir durch, wenn wir in den gesicherten Frachtraum wollen. Ja. Die Tür. Ja, die Tür. Warum rennt ihr mal vor? Was ist, wenn hier irgendwas Gefährliches gewesen wäre? Wenn es wirklich spukt zum Beispiel. Dann wäre ich doch bei ihm gewesen. Ja, genau dafür fürchte ich mich. Wenn ihr hier irgendwo nach Geistern sucht, dann wird es wohl unter Deck der Fall sein. Da sollten immer noch die verrottenden Leichname der Sklaven liegen. Gehe nicht davon aus, dass sie hier irgendwer geborgen hat. Ja, ich trete jetzt gegen diese Tür. Ja, würfel mal gerne eine Körperaufprobe. Vergleichend gegen die Tür. Tür ist eigentlich ein Gummi. Ein Punkt, aua. Willst du mir einen Schicksalspunkt geben? Ja, natürlich. Ah, sehr gut, gegen die Tür. Du trittst gegen die Tür, das morsche Holz knackt etwas, aber die Tür bleibt bestehen. Oh, lass mich mal versuchen. Ja, Boltags, mach mal, sehr stabil. Gute alanfanische Arbeit, selbst den Kräften einer Basaltfaust gefallen. Ich denke, es liegt eher daran, dass sie festgerostet ist. Es ist also eher die schlechte alanfanische Arbeit, die nach 2 Jahren bereits so aussieht. Ich werfe mich mal mit meinem Körper dagegen. Ja, okay. Du tockst mit deinem Ellenbogen gegen. Der Ellenbogen versinkt so ein bisschen in dem morschen Holz, sodass es eine Delle in dem Holz gibt. Aber die Tür ist nicht auf. Oh, ich bin ein bisschen weiter gekommen als Rafim. Wenn wir das jetzt alle einmal machen, dann sind wir durch. Moment, ich schaue mir meine Tür genau an. Wo die hakt, ist wahrscheinlich am Türverschluss, an den Scharnieren oder am Schloss selber? Ja, das Schloss ist verschlossen und eingerostet. Dann würde ich einen Destiny Gratus mit der Magier an die Variation wirken. Ja, ein schöner Zauber. Hatten wir noch nicht. Was tut der Destiny Gratus? Oder hatten wir den schon mal? Nicht. Hatten wir schon, aber die Variante nicht. Doch, die hatten wir schon mal Warung, genau. Warung? Wir haben, glaube ich, ein Tor damit gesprengt. Okay, lies mir mal bitte den Destiny Gratus vor und was diese Variante macht. Und in Edas. In Edas? Ja. Wir haben es damit durch die Wand geballert. Ja. Wir hatten uns Zugang geschafft zu einem Hintertür von diesem Magier in Wahrung. Also, der Spruch bewirkt eine Spur der Verwüstung, also die Grundzauberei, und fügt allen unbelebten Objekten in der Wirkungslinie des Zaubers schweren Schaden zu. Die Hand der Vernichtung ist eine stark eingeschränkte Variante, mit der der Zauber einen maximal absolut großen Gegenstand zerbröseln kann. Kostet auch nur 6 ASP in dem Fall. Aber musst du den Gegenstand dafür nicht auch in der Hand halten können? Ich halte das Schloss in der Hand, davon geht man aus. Okay. Bis es sich dann auflöst in absolutes Nichts und nur noch grauer Limbusnebel umwabert. Genau, also es plus 3, lass mal verhalten, plus minus 4 ist also einer minus 1 auf diesen Zauber. Lass mich kurz eintragen. Kannst auch einfach würfeln sonst. Boah, das ist ja richtig gut. Ja, es gibt ein kurzes Zischen, Knacken und dann der Rauch. Es riecht so ein bisschen nach Ozon in der Luft und das Schloss ist verschwunden. Seht ihr, so macht man das. Ich stoße vielleicht gegen die Tür hoffe ich schwimmt auf. So macht man das. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nun, das ist die einzige geschickte und elegante Lösung. Ja, vor euch befindet sich ein langer Gang, den ihr entlang treten könnt. Die nächste Tür hängt in den Angeln, sodass ihr die nicht auch wieder aufbrechen müsst und ihr steht in der Kapitänskajüte, die doch recht anders aufgebaut ist als die eure. Ein L-förmiger Raum, der ehemals all den Luxus geboten hat, den Alanfa ebenso
zu bieten hat, mit dem man gerühmt wird. Ehemals große Glasfenster mit Brokatvorhängen, die allerdings jetzt vermodert dort noch herumhängen, leicht im Wind sacht herumschweben. Weiche Seidenkissen, Kohlebecken gegen die Kühle in der Nacht. Alles natürlich umgestürzt, ein alabasternes Kamelspiel und dann eine zerbrochene große Wasserpfeife, die ihr noch erkennen könnt. Der Inhalt hat sich verteilt, ist aber auch schon lange verdunstet, sodass da nur noch einige Spuren von der Flüssigkeit auf dem Holz zurückgeblieben sind. Das Mobiliar, Tische, Stühle, Koje, Schrank und der Sekretär, alles aus den feinsten Tropenholzern gefertigt, die wohl trotz der 2 Jahre immer noch unversehen dort stehen, als ob sie erst vor wenigen Tagen gefertigt worden sind. Der Sekretär selber, wohl auch mit allerlei nautischen Gerätschaften gefüllt. Diese liegen jetzt wohl mehr in den verschiedenen Ecken, überall in diesem L verstreut. Einige Sextanten, die dann aber zerbrochen sind, oder Zirkel, die dann auch irgendwie verzogen sind und nicht mehr zu benutzen sind. Kartenwerke, die verrottet sind. Marcella. Ja? Bergt alles für euch bzw. uns Relevante? Nun, hier gibt es wenig, was noch von Interesse ist. Ich weiß nicht, was in dem Sekretär ist, aber all diese Dinge sind mittlerweile nichts mehr von Wert. Nun gut. Dachte ich vielleicht, hätte etwas noch sentimentalen Wert, oder? Derlei. Darion Palligan stand einst für einen Tag hier.